Shani. Ja? Hören Sie, diesmal brauche ich Ihre Hilfe. Und zwar sofort. Ich habe immer gedacht, eine Kneipe, das wäre doch was. Also kein großes Ding, 6 Tische und hinten im Billardzimmer. Auch was zu essen, also Schmalzbrot und Buletten. Sie haben sowas noch nie gemacht? Ja, aber ich habe schon gekellnert und gezapft auch. Waren Sie schon beim Gewerbeamt? Nee. Die wollen da Ihre Papiere sehen. Wenn Sie lesen, was für Vorstrafen Sie haben, da, das schenke ich Ihnen. Ich wollte Sie bitten, ob Sie mir da nicht was schreiben können. So eine Empfehlung, dass Sie glauben, dass ich die Kurve gekriegt habe. Oder glauben Sie das nicht? Sie haben mir gesagt, nie wieder ein krummes Ding und daran glaube ich. Ja, und so eine Empfehlung? Wenn Sie eine Kneipe aufmachen, werden da Ihre alten Kumpel aufkreuzen. Ob das so gut für Sie ist? Also wieder mal so eine Schnapsidee von mir, ne? Sind Sie noch mit der netten Frau zusammen? Die hat gesagt, sie kann was Besseres haben. Das tut mir leid. Ich werde mich noch mal nach dem Job umhören. Kommen Sie nächste Woche vorbei. Sie geben sich immer solche Mühe. Ich hoffe, Sie auch. Also. Tschüss dann. Tschüss, Karl. Die schöne Lilo. Immer fröhlich, immer pünktlich. Und schon wieder mit dem neuen Fummel. Kleider machen Leute. Erst kosten sie Geld. Dann machen sie Leute. Alles ehrlich verdient. Ehrlich. Klar.
Mann, du siehst wieder aus. Schläfst du denn nie? Wie ist denn gelaufen? Siehst du, ich hab dir gesagt, das sind alles nur Sesselfurze. Na los, steig ein. Ich kenne den Maurer. Das ist ein Schwätzer. Maurer ist schon in Ordnung. Aber die Vorstrafen kriegst du nicht weg. Das ist immer das Gleiche. Was ist denn du? Machst du mit? Muss ich mir nur überlegen. Da gibt's nichts zu überlegen. Das ist ganz brandheiß. Ja, da ist ja mein Hund. Komm in die Küche, ich hab was für dich. Komm. Los, komm. Lissi. Komm in den Platz. Lisbeth. Lissi. Lisbeth. Ja? Ich habe Paprikaschoten gekauft. Soll ich uns was kochen? Das wäre lieb. Hast du Besuch? Ich habe dir doch erzählt. Entschuldigung, habe ich vergessen. Außerdem hast du gesagt, du kommst später. Schon gut. Also für drei. Mit Nachtisch. Und zieh dir was an. Hier, kümmere dich um Sprit. Ich muss telefonieren. Tag. Tag. Volltank. Ja. Wo sind wir hier denn eigentlich? Das wissen Sie nicht. Bielefeld. Bielefeld, ja. Öl, Wasser, Luft. Fehlt Ihnen vielleicht was? Ich kann doch nicht mehr als aufs Gas treten. Wir standen mitten im Stau. Also, wie geht's jetzt weiter? Moment, das muss ich mir aufschreiben. Haben Sie mal was zum Schreiben? Gut, es kann losgehen. €41,50 an der Kasse. Trinkgeld bei mir. Wir fahren gleich zurück. Das sind keine Pause? Wir haben Verspätung. Ja, und mein Geld? Das kriegst du, wenn wir da sind. Ihr zahlt den Sprit und lässt dir eine Quittung geben. Da kommen die Gänge, du Schnarchnase. Wir haben keine Zeit. Halt, Husenkai! Stückgut schuppen! Über die Freihafenbrücke und dann rechts. Danke. Der Wagen hat das Kennzeichen Hamburg JE 1448. Ich verlasse mich auf euch. Kommt ihr aus Bielefeld? Ja. Weiter. Aber es ist los. Weiter, habe ich gesagt. Wer ist das denn? Keine Ahnung. Rechts rum. Da vorne durch das Tor.
das ist ja faul. Du hast gesagt, kein Risiko. Ja, das habe ich. Dabei bleibt's auch. Hey, was ist denn los? Unsere Anweisung war Stück gut, Schuppen. Dann habt ihr eben eine neue Anweisung. Ohne uns. Wetten? Fahr zu. Los, fahr zu. Tschüss. Dein Alter ist gar nicht so übel. Weiß ich. Geworden. Er gefällt dir nicht, hm? Wir haben uns gut unterhalten. Mehr kann man nach ein paar Stunden nicht sagen. Geh jetzt schlafen, ich mach das schon. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Magst du ihn? Mhm. Ganz wahnsinnig. Aber bis zum Examen wirst du doch wohl noch hier bleiben, oder? So schnell wirst du mich nicht los. Schlaf gut. Gute Nacht. Ich sag dir jetzt was. Ich war bislang ein unbescholtener Bürger. Und bis 08 kann man ja auch fahren. Aber ich habe halt den Fehler gemacht. Was hast du da ausgefressen?
Entschuldigen Sie, Paul, es tut mir leid. Ich habe den Gerichtstermin. Guten Tag. Ich habe mehr Zeit, als ich brauchen kann. Entschuldigung, sind Sie der Herr Maurer? Ja. Hey, Stöber, mein Name. Da? Ich komme von der Kriminalpolizei. Ich hätte mal ein paar Fragen an Sie. Ja, Sie könnten noch ein bisschen warten, oder? Stundenlang. Schönen Dank. Bitte. Vielen Dank. Sagen Sie, wissen Sie, wer das hier ist? Ja, das ist Karl Wolleck. Jawohl. Wir haben seine Fingerabdrücke gefunden. Und zwar zuerst in einem geklauten LKW und anschließend, wie nicht anders zu erwarten, in unserer Kartei. Und was ist mit dem hier? Der heißt Horst Kehrmann. Möglich, dass ich ihn schon mal gesehen habe. Hier im Haus bei einem Kollegen. Den haben wir vor 2 Stunden tot aus dem Freihafen gefischt. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, danke schön. Ist sehr nett. Dieser Wolleck hat heute Morgen an Ihre Tür geklopft. Ihre Tochter hat ihn mit Essen versorgt und mit Verbandszeug. Und als wir ankamen, war der Vogel leider schon ausgeflogen. Vorher hat er in einem unbeobachteten Augenblick aus der Handtasche Ihrer Tochter noch einen 100-Mark-Schein verschwinden lassen. Und was wollten Sie bei mir? Sie haben den Mann betreut, Sie kennen ihn. Vielleicht können Sie uns was über ihn erzählen. Er ist in eine Schießerei geraten. Das wissen wir. Was wir nicht wissen ist, was steckt dahinter? Die beiden, Wolleck und Kehrmann, haben den geklauten LKW in den Freihafen gefahren. Geklaut haben sie ihn auf der Autobahnraststätte Hamburg-Stillhorn. Können Sie damit irgendwas anfangen? Und gestern Vormittag sagte er noch, dass er eine Kneipe aufmachen wollte. Hat er Verwandte hier oder Freunde? Kein Menschen. Meinen Sie, dass er sich noch mal bei Ihnen meldet? Möglich, wenn er nicht mehr weiter kann. Also, wenn Sie was von ihm hören, tun Sie mir den Gefallen. Rufen Sie mich an. Das ist alles? Na, reicht Ihnen das noch nicht? Ich finde, das ist eine ganze Menge. Voll tanken? Woanders ist billiger. Richtig. Aber wir haben mehr Service. Und was heißt das? Kommt immer darauf an, was gewünscht wird. Im Moment bin ich wunschlos. Selber schuld. Hey, Steinbock oder Wassermann? Schütze. Sie sollten sich an die Absprache halten, dann gibt's auch keinen Ärger. Schluss! Tag. Tag. Tankstelle Galheim, das sind Sie? Sehe ich aus wie eine Tankstelle? Hm, verstehe. Aber von Ihnen stammt diese Quittung. Wieso? Kripo Hamburg. Mein Name ist Brockmüller. Stammt von uns, stimmt. Gestern am Mittag hat bei Ihnen ein Laster getankt. Hamburger Kennzeichen. Das sind die beiden Fahrer. Was meinen Sie, wie viel Laster hier täglich tanken? Kann ich mal sehen? Gerne. Der war hier. Komischer Typ. Muss nicht ganz dicht sein. Haben Sie eine Ahnung, wo der Laster herkam oder hin wollte? Nee. Für Laster gibt's hier nur eins. Industriebezirk Nord zum Bi- und Entladen. Was sind denn da für Betriebe? Na, hören Sie. Wenn Sie wollen, fahre ich mit denen hin. Gebongt. Hm. Wer bedient jetzt hier? Die Zeit zieht ja von der Pause ab! Fettsack! Vielen Dank und auf Wiedersehen. Kommen Sie aus Hamburg? Ja. Würde ich gerne mal hin. Das kann ich verstehen. Wissen Sie, dass Ihnen jemand was verheimlicht? Steht in Ihrem Horoskop. Ihre Frau? Meine Tochter. Schön. Rumfortstraße und lange Reihe. Das eine ist eine Kellerwohnung, das andere eine umgebaute Werkstatt. Und wenn ich gefragt werde, wo ich vorher gewohnt habe? Dann sagen Sie einfach die Wahrheit. 3 Bettzelle, Santa Fu. So ist es. Und sagen Sie mir Bescheid, ob es geklappt hat. Mach ich. Wiedersehen, Paul. Wiedersehen. Also, ich höre dann von Ihnen. Verzeihung, Sie sind doch Herr Maurer. Ja. Mein Name ist Lipscher. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie Ihre Papiere dabei? Sie kümmern sich doch um Wolleck. Herr Karl Wolleck. Ja, und? Er hat mir viel von Ihnen erzählt. Er schätzt Sie sehr. Ja, er spricht in den höchsten Tönen von Ihnen. Ja, das kann schon sein, aber was... Ich verstehe immer noch nicht. Haben Sie eine Ahnung, wo er steckt? Ich meine, wo ich ihn finden könnte. Warum interessiert Sie das? Was wollen Sie von ihm? Ich denke, mit Ihnen kann ich doch ganz offen reden.
Herr Wolleck hat sich von mir Geld geborgt. Ah ja, hat mich so lange bekniet, bis ich ihm etwas gegeben habe. 12.000. Und? Er sieht so aus, als ob er sich abgesetzt hat. Niemand weiß, wohin. Wie kann es mir nicht leisten, so viel Geld zu verlieren? Aber warum kommen Sie damit zu mir? Herr Wolleck steht doch unter Bewährung. Wenn ich eine Anzeige machen würde, kriegt er Ärger, käme in Schwierigkeiten. Wissen Sie, wozu er das Geld gebraucht hat? Keine Ahnung. Irgendein Geschäft. Ich weiß nicht, wo er steckt. Aber es könnte doch sein, dass er sich bei Ihnen meldet. Er hat doch Vertrauen zu Ihnen. Vielleicht sagt er Ihnen, wohin er sich verkrochen hat. Sehen Sie, ich möchte mit ihm reden. Ich kann dann vielleicht verhindern, dass er irgendeine Dummheit macht. Ich darf Sie doch anrufen. Wie ist der Name? Lipscher. Habe ich das nicht gesagt? Entschuldigen Sie. Guten Morgen. Morgen, Paul. Ja, da kickst du, wa? Ich bin pünktlich. Ja, sag mal, ich hab doch telefoniert, hat ja keiner Bescheid gesagt? Was heißt Bescheid gesagt? Ich bin hier verabredet, ich bin hier eingeladen. Den Champagner habe ich schon mal mitgebracht. Oh, danke. Jetzt fehlt nur noch der Kaviar, der Lachs und die Weiber. Was ist das denn? Ich war doch in Bielefeld. Ach so, und da hast du dir ein Andenken mitgebracht? Ja, ganz so ist es nicht. Mein Lieber, du traust dich, weißt du. Kennst du den? Da treffen sich zwei Pariser. Da sagt der eine zum anderen, kannst du dicht halten? Findest du nicht komisch? Nee. Warum nicht? Ich weiß ja nicht, was der andere Pariser gesagt hat. Aha. Angeber. Und, hast du sonst was mitgebracht? Ich meine, es war ja schließlich eine Dienstreise. Du, ich bin da auf was Merkwürdiges gestoßen. Ich höre. Pass mal auf. Dieser Lastwagen aus dem Freihafen hat gegen 17.30 Uhr an der Tankstelle Dahlberg Sprit gefasst. Das ist noch nichts Besonderes. Aber 2 Stunden später sind im Industriegebiet Nord, keine 1,5 Kilometer entfernt, die Gebäude einer Firma durchsucht worden. Von wem? Bundeskriminalamt. Was denn für eine Firma? Erinnerst du dich an die Verpackungsbänder, die wir auf dem Lastwagen gefunden haben? Ja. So. Elektrooptik Bielefeld, 80 Mitarbeiter, spezialisiert auf hochqualifizierte Elektronikbauteile. Jahresumsatz 120 Millionen. Das ist nicht schlecht. Hallo. Das ist Petra. Das ist mein Kollege Paul Stöver. Sehr angenehm. Und welchen Zweck hatte die Durchsuchung? Das erfahren wir morgen früh. Na gut. Dann kann ich euch nur noch einen schönen Tag wünschen. Vielleicht denkt er ja mal ein bisschen an mich beim Anstoßen. Bleib doch zum Frühstück. Nee, ich bin Kriminalbeamter. Ich habe immer zu tun. Die Stadt verlangt nach mir. Servus. Servus. Maurer. Ich bin's. Wolleck. Wo stecken Sie? Das will ich nicht sagen. Ich rufe nur an, weil ich was erklären will. Ich hab ihrer Tochter. Ich hab ihr 100 Mark. Aber ich verspreche Ihnen, dass Sie das Geld wiederkriegen. Ich hatte nur keinen Pfennig mehr. Ich muss mich mit Ihnen treffen. Sagen Sie wann und wo. Das ist doch eine Falle. Ich stelle keine Falle, das wissen Sie. Kennen Sie die alte Sackfabrik? Ja. Guten Morgen. Morgen, Paul. Was ist denn hier los? Sind die Leute zur Vernehmung da? Die Herren sind aus Wiesbaden, Bundeskriminalamt. Ach so, Entschuldigung. Oh, es tut mir leid. So kann man sich täuschen. Stöber. Greininger. Herr Kollege. Hallo. Oh, was ist das denn? Palast aus 1001 Nacht? Ein Regierungsgebäude im Mittleren Osten. Den Mann brauche ich Ihnen wohl nicht vorzustellen. Nee, wir gucken ab und zu mal in die Zeitung. Aber Sie wissen schon, dass das hier nicht die Fremdenpolizei ist, sondern die Mordkommission. Wir sehen ab und zu auf die Türschilder. Vor 5 Jahren hat dieser Staatsmann der BBC ein Interview gegeben. Die entscheidenden Sätze daraus möchten wir Ihnen gerne vorspielen. Können Sie Englisch? Ja, ja.
Ich übersetze trotzdem. Die Völker des Islam müssen ihren Weg zwischen Glauben und moderner Technik finden. Und wenn ich Technik sage, meine ich auch Waffentechnik. Die Kapitalisten und die Kommunisten, die Juden und die Christen haben die Atombombe, die Völker des Islam haben sie nicht. Das muss anders werden. Unsere Bombe wird Gottes Bombe sein. Gottes Strafgericht. Ich habe meine Frage, ist das ein Fall, an dem Sie arbeiten, oder hat es was mit unserem Fall zu tun? Ganz recht. Dieser Mann heißt Khalid. Dr. Ahmed Khalid. Studium der Physik an der Technischen Hochschule in Aachen und der Universität in Berkeley. Danach wissenschaftlicher Mitarbeiter der niederländischen Atomfabrik Urenco. Vor 3 Jahren wurde Dr. Khalid zum persönlichen Berater seines Staatspräsidenten ernannt. Seitdem reist er mit einem Diplomatenpass durch die Welt und kauft die Einzelteile ein, aus denen die islamische Atombombe zusammengebaut wird. Spezialwerkzeuge aus England, Hochgeschwindigkeitskameras aus den USA, eine komplette Anlage zur Herstellung von Uranhexafluorid aus Schweden. Vor 1 Jahr tauchte Dr. Khalid wieder in der Bundesrepublik auf. Wir bekamen den Hinweis vom CIA. Seitdem war er mehrmals hier, zuletzt vor 3 Tagen, um sich mit dieser Dame zu treffen. Almut Bashani, Rechtsanwältin hier in Hamburg. 1 Stunde nach dem Treffen mit Dr. Khalid haben wir das Haus der Dame durchsucht. Was liegt denn gegen die Dame vor? Frau Bashani hat vor 1/2 Jahr eine Import-Export-Agentur gegründet. Die Eintragung ins Handelsregister. Über diese Agentur hat sie Verhandlungen mit der Firma Elektrooptik in Bielefeld geführt. Na, tickt schon was? Erzählen Sie mal ruhig weiter. Die Firma Elektrooptik ist auf die Herstellung elektronischer Impulsgeber spezialisiert, sogenannte Krytons. So sehen die Dinge aus. Der Geschäftskorrespondenz, die wir bei Frau Bashani gefunden haben, ist zu entnehmen, dass sie mit der Firma Elektrooptik nicht nur verhandelt, sondern ihr sogar einen Auftrag erteilt hat. 400 elektronisch gesteuerte Impulsgeber, wert ca. 2 Millionen. Aber als wir 6 Stunden nach unserer Durchsuchung nach Bielefeld kamen, um uns die bestellte Ware anzusehen, war das Nest leer. Und die Geschäftsleitung der Elektrooptik erklärte uns, die von Frau Bashani georderten Impulsgeber wären bereits ausgeliefert worden. Wir konnten nur noch ein paar technische Skizzen sicherstellen. Die lassen wir von den Experten auswerten. Und die Impulsgeber? Die suchen wir. So wie Sie die Mörder vom Freihafen suchen. Kann das sein, dass wir alle gemeinsam an einem und demselben Fall arbeiten? Dann habe ich es doch noch verstanden. Ist das Ihr Versteck? Nein. Wie geht's? Was macht der Arm? Schmerzen. Ihr Kumpel Kehrmann ist tot. Weiß ich. Für wen haben Sie eigentlich den Lastwagen gestohlen?
Den Namen wollen Sie nicht nennen? Angst? Kennen Sie einen Mann, der Liebscher heißt? Warum, wer soll das sein? Er möchte wissen, wo Sie sich versteckt halten. Wie sieht er aus? Anfang, Mitte 60. Fahles Gesicht. Gut angezogen. Er hat gesagt, er hätte Ihnen Geld geborgt. 12.000. Können Sie sich vorstellen, dass mir jemand Geld leiht? Und dann noch so viel? Aber warum interessiert sich dann der Mann für Sie? Das weiß ich doch nicht! Und warum ist im Freihafen geschossen worden? Das weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nichts. Wie lange glauben Sie, können Sie sich noch so verstecken? Sie sollten sich so schnell wie möglich der Polizei stellen. Wissen Sie, was mich da erwartet? Das ist Ihre letzte Chance. Chance? Sicherheitsverwahrung. Das hat man mir beim letzten Mal klipp und klar gesagt. Das will ich ja eben verhindern. Lieber springe ich vom Dach. Warum? Was hat Wolleck ausgefressen? Der hat doch nicht bloß diesen Lastwagen geklaut. Nein, nein. Wolleck wurde angeheuert, um zusammen mit seinem Kumpel Kehrmann sogenannte Impulsgeber aus einem Betrieb in Bielefeld abzuholen. Das musste offenbar sehr schnell gehen, nachdem es bei der Auftraggeberin eine polizeiliche Durchsuchung gegeben hatte, bei der die gesamte Geschäftskorrespondenz beschlagnahmt worden ist. Ist nur eine Theorie, aber es spricht einiges dafür, dass diese Theorie stimmt. Auf dem LKW ist übrigens nichts gefunden worden. Nur ein paar Verpackungsbänder, wie die Herstellerfirma sie verwendet. Aber weshalb dann diese Schießerei im Hafen? Ich würde sagen, Kehrmann und Wolleck wussten zu viel. Sie hätten verraten können, wohin die Fahrt gehen sollte. Sie hätten den Platz nennen können im Freihafen, wo die Ware gelagert werden sollte. Und sie kannten die Typen, von denen sie angeheuert wurden. Gut. Kehrmann haben sie zum Schweigen gebracht. Wolleck müssen sie noch finden. Deshalb war der Mann bei Ihnen, der sich Liebscher nennt. Wie soll ich mich nun verhalten, wenn sich dieser Liebscher wieder meldet? Da gibt's nur eins. Wir müssen Wolleck finden, bevor die ihn finden. Die machen ihn nämlich kalt. Also, wenn er sich bei Ihnen meldet, machen Sie eine Verabredung mit ihm und rufen uns an. Verfluchte, unerklärliche Traurigkeit, seitdem ich 18 war. Keine du kommst ja so spät. Lass dich nicht stören. Immer wieder. Wenn er mir nur hätte helfen können. Warum hast du mich nicht einfach in den Arm genommen? Ich wollte doch alles glauben. Aber immer nur... Ich hatte einen Unfall. Ich doch kein Wort verstand. Immer die Gedichte, die Gedichte. Bist du verletzt? Nee. Der Wagen ist mir in die Seite gefahren. Der Fahrer ist getürmt. Der Wagen war gestohlen. Das hat jedenfalls der Polizist gesagt, der den Fall aufgenommen hat. Was ist mit deinem Wagen? Den kannst du vergessen. Hauptsache, dir ist nichts passiert.
Möchtest du einen Schnaps? Nee. Aura? Bitte, könnt ihr Ihren Vater sprechen? Ja, einen Moment bitte. Das ist für dich. Ja? Hier ist Lipsche. Ich hoffe, Sie haben den Schrecken einigermaßen überstanden. Kam das von Ihnen? Eine kleine Ermunterung, damit Sie begreifen, wie ernst es mir ist. Den nächsten Unfall würden Sie nicht mehr so gut überstehen. Sie Schwein, Sie. Hören Sie zu. Wenn die Polizei Wolleck schnappt, werden Sie dafür bezahlen. Sie oder Ihre hübsche Tochter. Nehmen Sie das wörtlich. Ich brauche Wolleck. Wo ist Wolleck? Was ist? Jetzt brauche ich wirklich einen Schnaps. Mein Vater war Hochschullehrer. Vor 20 Jahren hat er seine Familie und alle Sicherheiten aufgegeben und ist in sein Heimatland zurückgekehrt, weil er dachte, er würde dort gebraucht werden. Er dachte, er könnte dort irgendetwas zum Besseren wenden. Naja. Ein bewunderungswürdiger Mann. Ihre Mutter und Sie sind damals hier geblieben. Meine Mutter stammt aus einer alten Hamburger Familie und ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier studiert. Lebt Ihr Vater noch? Warum interessiert Sie das? Sie haben sich neulich mit diesem Herrn hier getroffen. Dr. Ahmed Khalid. Ja. Er hat mir Grüße meines Vaters überbracht. Für Ihre Kollegen war das ein Grund, mein Büro zu durchsuchen. Ich habe Dienstaufsichtsbeschwerde eingelegt, was sicher nichts bringen wird. Kennen Sie diese Leute? Nein. Warum? Sollte ich? Diese Männer haben die von Ihnen bestellten Impulsgeber aus Bielefeld abgeholt. Nach Ankunft des Transports im Hamburger Freihafen wurde einer der beiden Männer erschossen, der andere schwer verletzt. Mit der Abholung und dem Transport der Ware habe ich nichts zu tun. Das ist laut Vertragsvereinbarung Sache des Endabnehmers. Ich war in diesem Geschäft lediglich als Vermittler tätig. Aber Sie können mir doch sicher sagen, wer der Endabnehmer gewesen ist. Ja, natürlich. Eine Firma Selim in Larnaca. Und wer steckt dahinter? Das weiß ich nicht. Und Sie meinen, dass ich Ihnen das glaube? Sie haben gefragt, ich habe geantwortet. Das ist die Arbeitsweise von Profis. Erst der Warnschuss, Ihr Unfall gestern. Wenn der nichts bringt, kommt ein Schuss in die Beine und dann... Kopfschuss. Sie kriegen Personenschutz rund um die Uhr. Sie und Ihre Tochter. Unsere Beamten werden Sie nicht aus den Augen lassen. Und wenn Sie einverstanden sind, werden wir Ihre Telefone überwachen. Das hier im Büro und das zu Hause. Ja, ich bin einverstanden. Hat Wolleck sich schon gemeldet? Nein, noch nicht. Der Junge ist da in eine Sache reingeraten, die ist einfach ein paar Nummern zu groß für ihn. Die ist auch zu groß für mich. Die Endprüfung muss heute fertig werden. Ja, Chef. Klar, Chef. Tja. Das ist eine Welt für sich. Ein Garten Eden für Tüftler, die dir ein Pup ins Hühnerauge einschweißen. Vorausgesetzt, sie haben die richtigen Maschinen. Bei Elektrooptik müssen sie sie haben. Was haben Sie rausbekommen? Normalerweise sehen elektronisch gesteuerte Impulsgeber so aus. Klein und handlich, 4 Anschlüsse, Gasfüllung, Nickelisotop. So kannst du sie nach dem Katalog bestellen. Ihr Schätzchen von Elektrooptik haben ein paar nette kleine Abweichungen. Soweit ich das aus dem Papierzeug entziffern konnte. 3 Anschlüsse statt 4, ein Vakuum statt der Gasfüllung. Überdurchschnittliche Fertigungsgenauigkeit. Und was heißt das? Zündungspräzision auf die 10.000.000. Sekunde. Und keine Beeinträchtigung der Zündfähigkeit in der Nachbarschaft von radioaktivem Material. Also, wenn du ein Dutzend der Dinger um ein Tennisball großes Stück Plutonium gruppierst,
funktionieren sie einwandfrei weiter. Trotz der Strahlung. Und wenn du noch ein paar zusätzliche Ingredienzien daneben legst, dann können sie den Tennisball zur Explosion bringen. Atombombenzünder. Ich mag Menschen, die so schnell begreifen. Machen Sie ruhig weiter, wir gucken so lange weg. Deine Eier.de. Kümmerst du dich um die Karten? Ich ruf dich an. Grüß mit dem blöden Hund. Ich bin hinterm Haus, ne? Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Nicht in der Lage, uns zu schützen. Wir passen auf Sie auf und wir passen auf Ihre Tochter auf. Sie haben eine Bewachung, die hat sonst nur ein Minister. Interessiert Ihr Minister nicht? Natürlich tut mir leid, was passiert ist. Tasse Kaffee? Das können Sie auch Ihrer Tochter sagen. Sie haben gesagt, das sind Profis. Kriminelle. Wenn die es drauf anlegen, machen die kurzen Prozess mit uns. Wir haben 2 Greiftrupps im Einsatz. Einzig und allein zu dem Zweck, Wolleck zu fangen. Wenn wir ihn haben, wird er auch auspacken. Und wenn er nicht auspackt? Dann. Ich habe noch im Ohr, was dieser Liebscher gesagt hat. Wenn die Polizei Wolleck schnappt, werden Sie oder Ihre Tochter daran glauben. Ich verstehe Sie. Und wenn Sie Wolleck haben, wie lange glauben Sie, können Sie unsere Bewachung fortsetzen? Eine Woche oder 2? Die Sache kostet ja auch Geld. Ich werde Ihnen erstmal was vorspielen. Worte eines frommen Mannes mit einem großen Turban. Ich kann sie schon auswendig. Hören Sie Capitalist zu. And the communists. Kapitalisten und Kommunisten, Christen und Juden haben die Atombombe. Einzig und allein die Völker des Islam haben sie nicht. Das muss anders werden. Unsere Bombe wird die Bombe Gottes sein, Gottes Strafgericht. Das ist es. Darum geht es. Und für mich geht es um das Leben meiner Tochter. Und auch um mein eigenes. Die Fracht ist letzten Freitag an den Freihafen gekommen. Wann war die erste Verschiffungsmöglichkeit Richtung Mittleren Osten? Das kommt ganz darauf an. Wenn die Fracht vor 14 Uhr da gewesen ist, dann konnte sie am selben Tag noch abdampfen. Mit der Asia von der Senatorlinie. Sie kam abends, gegen 21 Uhr. Ja, dann gibt es jetzt eine Möglichkeit in 2 Tagen. Am Donnerstag mit der Metalink. Also übermorgen. Die fährt Abu Dhabi. Daman, Kuwait, Sharjah. Und wo legt die Metalink ab? Hugo, die Metalink. Schoppen 77. Und so lange liegt die Fracht da unten. In irgendeiner Ecke. Fragt sich bloß, in welcher. Ist was? Nee. Möchten Sie was zu essen? Nee, danke. Bier auch nicht? Nee, ich mach gerade eine Diät. Ne? Sind Sie aber selber schuld.
Oh, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Maurer? Ich bin's, Wolleck. Ich wollte mich bloß melden. Wie geht es Ihnen? Beschissen. Ich kann nicht mehr. Ich brauche Geld oder Schmerztabletten. Wir müssen uns sehen. Ich habe mit Ihnen zu reden. Kennen Sie den Blumengroßmarkt? Oberhafen? Da gibt's zwischen Markt und Brücke so ein kleines. Moment mal. Ich muss Schluss machen. Ich melde mich wieder. Moin. Die Metterlink hat die Höhe von Lissabon erreicht. Ach, das ist ja beruhigend. Wer oder was ist die Metterlink? Der Kahn, mit dem die Zünder weggebracht werden sollen. Ach so. Möglicherweise. Kann ich auch einen Kaffee haben? Paul, ich habe mir die Sache noch mal durch den Kopf gehen lassen. Gangster ermorden den Fahrer eines Lastwagens und suchen den zweiten, um den auch umzubringen. Habe ich schon mal gehört. Ist spannend. Erzähl weiter. Spricht doch alles dafür, dass die im Auftrag gehandelt haben. Wie wär's denn mit Frau Bashani? Hm. Und wie kommt eine angesehene Rechtsanwältin an solche Leute ran? Die Strafverteidigerin. Die hat in den letzten Jahren eine Menge Edelgewächse aus der Hamburger Bordell- und Rauschgiftszene verteidigt und einige vor strengen Strafen bewahrt. Du meinst, wenn die ihre alten Kunden um einen Gefallen bittet, können die nicht Nein sagen? Mhm. Wird ja auch gut bezahlt, ne? Ich habe ja mal ihre Klienten durchgeguckt. Hier. Das sind die, die für den Job in Frage kommen. Mensch, Brocki. Ich staune. Wo ist denn das her? Aus dem Archiv. Du hast heute sowas Beflügeltes. Solltest öfter eine Dienstreise nach Bielefeld machen. Neidisch. Kennen Sie den? Da treffen Sie zwei Pariser. Kenn ich. Zwei Zimmer. Für das eine habe ich schon Möbel vom Sperrmüll. Bloß die Sache mit dem Mietschein. Den muss ich ja ausfüllen. Ja, dann machen Sie es. Ich dachte ja, dass Sie. Bei Ihnen geht sowas schnell. Jetzt stellen Sie sich aber nicht dümmer an, als Sie sind. Hier, fangen Sie an. Erst den Namen. Maurer? Sie warten sicher schon auf meinen Anruf. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Bevor Sie was sagen, untersuchen Sie doch mal Ihr Zimmer. Sie haben doch so hübsche Pflanzen am Fenstersims. Wenn Sie genau hinsehen, dann werden Sie was entdecken. Haben Sie es? Hinterm linken Blumentopf. Der Mann, der das Loch geschossen hat,
stand heute Morgen auf dem Haus gegenüber. Er trifft fast immer so gut. Das Geschoss muss doch irgendwo in Ihrem Zimmer sein. Hören Sie zu, legen Sie auf und wählen Sie eine andere Nummer. Haben Sie was zu schreiben da? Ja. Die Nummer ist 892-6514. Das ist hier im Haus, 3 Zimmer weit. Verstanden. Und rufen Sie gleich wieder an. Bis wir Schluss machen, müssen wir uns jetzt zu Hause erledigen. Kommen Sie nächste Woche wieder. Ja, kann ich den behalten? Ja, den können Sie behalten und schlafen Sie dich ein. Ich hab's eilig. Mahlzeit. 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 Reservesubstanz eines Geleges. Keine Ahnung. Mit 8 Buchstaben. Ja? Wird der Telefon überwacht? Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Wo ist Wolleck? Hören Sie, ich muss mit Ihnen reden, direkt. Wo kann ich Sie treffen? Wenn Sie mich reinlegen wollen. Für wie dämlich halten Sie mich eigentlich? Gut, wir treffen uns in einer halben Stunde. Und wo? Eidotter. Soll ich mitkommen? Nein, nein, ich brauche nur einen Parkplatz aus dem Keller. Danke. Mist, verdammter. Was ist denn los? Maurer hat Meier 2 abgehängt. Das habe ich mir gedacht. Ich habe mir gerade sein letztes Telefongespräch angehört. Er nimmt die Sache jetzt selber in die Hand, hm? Kein Wunder. Na, vielleicht kriegen wir noch so ein paar Kunden. Dann können wir endlich in Pension gehen. Sie wollten mich sprechen? Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Bitte? Ich will Ihnen helfen. Ich werde alles tun, damit die Polizei Wolleck nicht bekommt. Das hört sich ja gut an. Ja, aber ich möchte nicht, dass... Ich werde auch alles tun, damit Sie ihn nicht bekommen. Sie sind ein Spaßvogel. Sonst noch was? Ich werde Wolleck ins Ausland bringen. Dazu brauchen Sie Papiere, die kosten Geld. Ja, die Papiere, die... Ach ja, ich weiß, Sie haben Beziehungen. In spätestens 2 oder 3 Tagen wird Wolleck weg sein. 2 oder 3 Tage ist eine lange Zeit. Zu lange. Wollen Sie mir Schwierigkeiten machen? Ich will Wolleck. Wo kann ich Sie erreichen? Sobald Sie ihn gefunden haben, können Sie mir eine Nachricht zukommen lassen. Suchen Sie den Fitnessclub in der Wagnerstraße auf. Fragen Sie dort nach Maria. Bitte Ihnen dann weiterhelfen. Gut. Ich hoffe, Sie haben sich das alles gut überlegt, Herr Maurer.
Tja. Ein 9-mm-Geschoss macht sich selbstständig und fliegt. Fliegt durch die Scheibe, fliegt durchs Zimmer und landet im Aktenschrank. Wo findet das Ganze statt? Im Büro des Bewährungshelfers Mauer. Was haben Sie denn mit dem Liebscher besprochen, falls Sie mit mir darüber überhaupt reden dürfen? Er will immer noch dasselbe. Wolleck. Und? Wollen Sie ihm helfen? Ziehen Sie Ihre Leute zurück. Ich habe ein Recht, das zu verlangen. Ja, ja, in unserem Lande hat jeder Mann und jede Frau das Recht, sich umbringen zu lassen. Sehr witzig, danke. Wenn Sie aber erwarten, dass ich auch Ihre Tochter alleine lasse, dann... Ja, das erwarte ich nicht. Im Gegenteil, ich bitte Sie sogar darum, dass Sie sie weiter... Sie wollen das Problem alleine lösen, weil Sie Angst haben. Das verstehe ich auch. Aber Sie müssen auch verstehen, dass ich Ihnen dabei Schwierigkeiten machen werde. Sie tun Ihre Pflicht und ich tue die meine. Ja, was meinen Sie eigentlich mit Pflicht? Wissen Sie, was jetzt Ihre Pflicht wäre? Wenn Sie meine nächste Frage so wahrheitsgemäß wie möglich beantworten würden. Dann fragen Sie. Welcher von diesen Männern ist Herr Liebscher? Keiner. Das ist schade, Herr Maurer. Sehr zum Wohl. Danke. Prost. Prost. Wollen Sie nachher nicht noch mitkommen? Wohin? Zu Brockmeller nach Hause? Nee, in eine Stadt. In Bielefeld ist doch tote Hose. Und den ganzen Tag muss ich an der Zapfsäule stehen. Ich habe gedacht, wir drei gehen auf die Reeperbahn. In Hamburg sind die Nächte lang. Für mich nicht. Ich bin jeden Morgen hundemüde, wenn der Wecker klingelt. So ein Mist. Dass ihr auch so viel schuften müsst. Gibt's denn hier wirklich so viel Mord und Totschlag? Ich will mich nicht beklagen. Ich lebe davon. Und gar nicht mehr so schlecht, ne? Ja. Ich hab keine Familie, also ich komme so einigermaßen hin. Haben Sie mal einen Fünfer für mich? Sie sind hier eingeladen. Nee, nee, ich meine ja für einen Spielautomaten. Nee, ich hab keinen Fünfer. Guten Abend. Na, ihr beiden Hübschen. Vertagt ihr euch? Bestens. Na? Ich krieg einen Pilz. Was gibt's Neues? Er sagt, er hat nicht mal einen Fünfer in der Tasche. Das ist doch nichts Neues. Aber ich habe was Neues. Was ist das? Der Mann heißt Bashani. Ist das ein Verwandter von ihr? Ja, sogar ihr Vater. Hast du mal ein paar Mark? Professor Mujibur Bashani. Vor einem islamischen Volksgericht. Angeklagt wegen Beleidigung der Staatsreligion des Präsidenten und der Armee. Das war vor 2 Jahren. Wo hast du das her? Aus dem Archiv. Ach, wieder aus dem Archiv. Mhm. Aber jetzt erklär mir mal, warum die Bashani ein Regime mit Bombenzündern versorgt, das ihren Vater zu 20 Jahren Kerker verknackt hat. So lautete nämlich das Urteil. Es soll Töchter geben, die ihre Väter nicht besonders gut leiden können. Maurer hat sein Haus verlassen. Wie viele Leute haben wir da? Maja, 2 und die Kleine, aber ich habe zusätzlich noch 3 Wagen losgeschickt. Maurer hat einen Anruf von Wolleck. Der will sich mit ihm bei einer gewissen Kathi Jacobs treffen. Kathi Jacobs? Unsere Leute versuchen gerade rauszukriegen, wer das ist. Kathi Jacobs? Nie gehört. Wie sieht's aus? Geht mir nicht gut. Ich sorge dafür, dass Sie wegkommen. Was heißt weg? Ja, weg, weg. Ja weit weg. Ja, und dann? Ja, und dann müssen Sie sich durchschlagen. Ich mach was anderes. Ich geh zur Polizei. Ich kann nicht mehr. Ich will nach Hause. Darf ich mal sehen? Sieht nicht gut aus.
alles verklebt. Sie brauchen einen neuen Verband. Nach Hause. Das ist der Knast. Klar? Los raus. Vorsicht. Los rüber auf den Kahn. Amtlich bestellter Bewährungshelfer macht sich zum Handlanger eines Kriminellen. Er hilft ihm bei der Flucht und verhindert seine Zeugenaussage. Wissen Sie, was darauf steht? Hier müssen Sie doch das Gesetzbuch nicht erklären. Na, dann ist ja gut. Was ist jetzt mit Wolleck? Wo steckt er? Wir wissen, dass Sie sich gestern Abend mit ihm getroffen haben. Und zwar an einem Ölbeseitigungsdampfer namens Kati Jacobs. Wir sind da leider ein bisschen spät drauf gekommen. Das ist Herr Maurer. Guck mal da. Doch. Also, Herr Maurer, Sie sind dran. Setzen Sie sich. Danke. Ja, also, plötzlich. Plötzlich wurde auf uns geschossen. Von wem? Weiß ich nicht. Wie viele Leute waren das? Ich habe keinen gesehen, es war ja Nacht. Und Wolleck? Wolleck stürzte ins Wasser. Wahrscheinlich ist er getroffen worden. Ich weiß es nicht. Ich bin weitergerannt. Ja, und offenbar in die richtige Richtung, denn Sie leben ja noch. Wie war das noch? Wie haben Sie so schön gesagt? Ich tue meine Pflicht und Sie tun Ihre. Nach Ihrer Aussage müssen wir jetzt das gesamte Hafenbecken durchsuchen. Meter für Meter. Ahnen Sie, was das bedeutet? Ahnen Sie, was das kostet? Und wenn wir Wolleck nicht finden, dann wissen wir erst, dass Sie gelogen haben. Ich weiß es jetzt schon. Woher wollen Sie das denn wissen? Das ist mein Berufsgeheimnis. Gib dem Herrn doch mal bitte das Plakat. Die hängen von heute an allen Polizeidienststellen, Postämtern, Sparkassen und so weiter. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Kann ich jetzt gehen? Moment, Moment. Erzählen Sie doch mal, was haben Sie denn von Wolleck erfahren? Nichts. Doch. Der Lastwagen, den er mit seinem Kumpel in den Freihafen gebracht hat, der war leer. Ach, sieh mal an. Das hat er Ihnen erzählt? Ja. Haben Sie sonst noch Fragen? Nein, nein, danke. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Bauer. Wiedersehen. Meinen Sie, da ist was dran? Wir haben auf der Ladefläche des Lasters die Verpackungsbänder der Firma gefunden. Verpackungsbänder? Mann, die Dinger können doch nicht groß sein. Die müssen doch winzig sein. Die kauft man doch nicht tonnenweise. Da braucht man auch keinen Lastwagen zu. Da genügt eine Aktentasche. Aber wenn der Laster wirklich leer war, wo ist dann die Ware geblieben? Das kann ich dir auch nicht sagen, Kollege Hauptkommissar. Da musst du die Jungs vom Bundeskriminalamt anrufen. Die haben 1000 Mann mehr. Die haben auch bessere Gehälter. Und mehr Urlaub. Ja, und ein richtiges Weihnachtsgeld. Soll ich dir eine Bockwurst mitbringen? Ja, ein Käsebrot.
Reden Sie schon, wie geht's ihm? Er will immer bloß trinken, trinken. Ich glaube, er hat Fieber und seinen Arm. Ich werde ihm einen Arzt besorgen. Setzen Sie sich. Haben Sie schon wegen der Papiere? 2 Mille. 2 Mille? 2 Mille. Da bleibt ja nichts erspart. Na gut, einverstanden. Hier, das muss genügen. Geht in Ordnung. Wann wird er fertig sein? 3, 4 Tage müssen Sie rechnen. Aber wenn ich sage, dass der Auftrag von Ihnen kommt... Das sind Sie wahnsinnig, das können Sie doch nicht machen. Sie können sich auf mich verlassen, Chef. Okay. Ich freue mich immer, wenn ich Ihnen helfen kann. Nächstes Mal sind Sie dran. Paul! Einen Anruf haben wir schon. Unser Fahndungsplakat. Ein Lieferwagenfahrer hat angerufen, Jugoslawe. Gestern Abend gegen 21.30 Uhr haben 2 Leute seinen Wagen gestürzt, draußen in Wilhelmsburg. Einer von den beiden hätte wie Wolleck ausgesehen. Der Mann ist ziemlich sicher. Hat die beiden auf seiner Ladefläche mitgenommen bis zur Baumeisterstraße. Das ist St. Georg. Ecke Lange Reihe. Entschuldige mal. Oh, Zahn. Was fällt Ihnen ein? Können Sie nicht warten, bis ich hereingesagt habe? Ich habe ja gar nicht angeklopft, dann brauchen Sie auch nicht hereinzusagen. Es tut mir leid, Gefahr im Verzuge. Hallo? Stöber hier, scheuchen Sie bitte alles auf, was Beine hat. Ja, alles. Das wird ein Betriebsausflug nach St. Georg. Großer Einsatzplan bitte, ja? Danke. Das war's schon. Tut mir leid. Und denken Sie zwischendurch mal ein bisschen an § 18 der Kleiderordnung für die mittlere Laufbahn, Kollege. Kollegin? Mutter, oh. Sucht dich schon die ganze Zeit. Ach, die meckert so gut. Das schaffst du nicht. Ja. Lass ihn doch. Ja, ach, schon. Wir bringen mal ein Bier hier. Wir müssen jetzt mal den Kopf rein. Nein, die meckert so gut. Jetzt gibt's was Gutes. Jetzt kannst du schnuckeln. Der Chef schickt ja auch einen Arzt, der macht heile, heile. Polen, hier wird nicht geschnüffelt, hier wird gebumst. Jeder hat seine kleinen Schwächen. Manch einer schnüffelt eben lieber. Haut ab! Ja, ja, wir hauen ab, aber wir kommen wieder und dann... Und da bumst auf Polizeirabatt. Was kennen wir schon? Kann ich mich gar nicht drauf einlassen. Ich wollte doch immer gleich alle heiraten. Raus! Was waren Nutten in meiner Jugend, was für charmante Mädchen. Alles vorbei. Bitte. Danke. 270 bitte. Zentrale, ich bin wieder frei. Kundschaft. Hi.
Schule. Guten Tag. Ich möchte zu Maria. Sind Sie angemeldet? Nein. Ich glaube. Mein Name ist Maurer. Sie werden erwartet. Durch die Glastür. Im Tiefgeschoss. Danke. Maurer ist da. Na, was ist raus? Geradeaus zum 120. Danke. Wer ist das? Den Mann kenne ich. Der Mieter der Wohnung. Hey, wir kennen uns doch. Später, jetzt nicht. Bitte bringen Sie ihn ins Präsidium. Ja. Ist ja nicht so schlimm. Sehen Sie? Kaum haben wir Sie erwischt, schon kriegen Sie so ein herrliches Fernsehprogramm geboten. Ist zwar nur schwarz-weiß, aber sieht aus, als wenn Sie Glück gehabt hätten. Wie fühlen Sie sich denn, Herr Wolleck? Hier. Frau Doktor, kann ich Ihnen mal ein paar Fotos zeigen? Ja, aber bitte strengen Sie ihn so wenig wie möglich an. Nee, nee, um Gottes Willen. Herr Wolleck, können Sie hier einen drauf erkennen? Hm? Ist da vielleicht auch der Typ drauf, der euch aufgefordert hat, den LKW zu klauen und nach Bielefeld zu fahren? Sprich du mit ihm, vernünftiger Mensch kann mit dem nicht reden. Welcher von den Männern ist es? Hm?
Montezuma 114 aus Palma ist unbestimmt verspätet. Guten Tag, Frau Dr. Baschan. Guten Tag, Herr. Ich habe Ihren Namen vergessen. Brockmüller. Ihre Sekretärin sagte mir, dass Sie hier sind. Wieso? Sie erwarten Besuch aus der Heimat Ihres Vaters? Ja. Stört Sie doch nicht, wenn ich... Nein, nein, bitte. Das ist Herr Brockmüller. Professor Baschani, mein Vater. Guten Tag. Der Wagen steht vor der Haupthalle. Dr. Baschani? Ja? Ich muss Sie leider bitten, mitzukommen. Ich bringe jetzt meinen Vater ins Krankenhaus. Und dann stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Nö, nö, Sie schießen nicht selbst. Das haben Sie gar nicht mehr nötig. Sie lassen schießen. Wer waren Ihre Helfer? Ich brauche die Namen. Ja, ich habe mit vielen Leuten zu tun. Aber nicht alle stellen sich vor. Und wenn geschossen wurde, was Sie behaupten, also ich weiß von nichts. Sie mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Ehrenwort. Sie haben im Auftrag Ihrer Rechtsanwältin, der Frau Baschani, den LKW nach Bielefeld geschickt. Frau Baschani hat mich um eine Gefälligkeit gebeten. Danke. Und warum sollte ich hier diese Bitte abschlagen? Verstehen Sie das nicht? Doch. Ich verstehe alles. Das ist eine Berufseigenschaft. Die beiden Fahrer des LKWs, Wolleck und Kehrmann, hatten den Auftrag, die Ware abzuholen. Als sie mit ihrem Lastwagen im Hamburger Freihafen ankamen, wurden sie dort von einer Mörderbande empfangen. Und weil Wolleck fliehen konnte, haben sie ihn gesucht. Und weil sie mit ihrer Suche nicht recht weiterkamen, haben sie Maurer unter Druck gesetzt. Was erfinden Sie da für Geschichten? Sie werden Maurer gegenübergestellt. Und ich fürchte, er wird meine erfundenen Geschichten bestätigen. Sieht nicht sehr gut für Sie aus. Zumal Ihnen im Augenblick Ihre Rechtsanwältin, Frau Baschani, auch nicht weiterhelfen kann. Die hat selber zu tun. Kleine Erfrischung, Tasse Kaffee? Sehr freundlich, nein, danke. Und was die Ladung angeht, diese Zünder, soll ich Ihnen sagen, was ich da glaube? Keine Ahnung. Ich glaube, dass Wolleck und Kehrmann diese Firma Elektrooptik nie im Leben auch nur gesehen haben. Die sind nach Bielefeld auf diese Tankstelle gefahren, weil sie die Benzinrechnung haben wollten. Und dann Kehrtwendung, ab zurück nach Hause nach Hamburg. Was halten Sie denn von der Erfindung? Sahne, was? Die Anlage steht in Mohammedabad. Das ist am Fuß des Zentralmakran. Was ist das denn? Mein Vater saß 30 Kilometer davon entfernt im Gefängnis. Das ist kein gewöhnliches Gefängnis. Wo sind die Zünder? Die sind vor 3 Tagen mit der Fortessa der Kolumbuslinie in See gegangen. Aber nicht von Hamburg aus? Nein. Der Verladeplatz war Bremerhaven. Und der Lastwagen im Freihafen war eine Finte. Er fuhr von vornherein ohne Ladung. Ja. Und die Klebebänder auf der Ladefläche und die Benzinquittung in der Tür war nur dazu da, um uns in die Irre zu führen. Ja. Und Sie hatten keine Hemmungen, für diese Irreführung Menschenleben zu opfern? Ich war in einer ausweglosen Situation. Ich wusste einfach nicht mehr weiter. Da habe ich einen Bekannten um Hilfe gebeten. Den Herrn Schurich, der sich Liebscher nennt. Ja. Ja, Stöder? Er hat dann alles in die Hand genommen. Nein. Das war sein Plan. Okay, bleib dran, ich komme. Ich war nur noch Zuschauerin. Ich wollte nicht, dass Menschen dabei umkommen. Aber Sie haben dabei verdient, nicht wahr? Ein Vermögen.
Gegenteil. Das Vermögen, das mir meine Mutter hinterlassen hat, habe ich dabei verloren. Die waren sehr teuer, die Leute, die mir geholfen haben. Die haben die Situation weitlich ausgenutzt. Warum haben Sie sich denn auf diese Sache eingelassen? Weil ich meinen Vater wiederhaben wollte. Dieser Mann da, mit dem ich mich getroffen habe. Dr. Khalid hat mir das Angebot gemacht. 400 Bombenzünder gegen Professor Bashani. Sobald die Zünder internationales Gewässer erreicht haben, wird mein Vater aus der Haft entlassen. Was hätte ich denn tun sollen? Sagen Sie es. Was hätten Sie an meiner Stelle getan? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Ihr Vater nicht sehr viel von Ihnen haben wird. Und denkt dran, fahrt vorsichtig. Machen wir. Wiedersehen, Herr Maurer. Tschüss. Und danke. Nix zu danken. Tschüss, Paps. Pass gut auf euch auf, ja? Wir sind doch bloß eine Woche weg. Du kannst ja trotzdem mal anrufen. Okay. Tschüss. Und wenn ihr in Colmar seid, vergesst das Museum nicht. Wiesenheimer Altar und so. Machen wir. Nee, nee, komm, lass mich fahren. Also, viel Spaß. Danke. Tschüss. Mach's gut. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Wie beim letzten Mal. Aber bist du verrückt? Ist doch alles vorbei? Nicht für mich. Ich habe einen Auftrag. Ja, aber warum wollen Sie den noch erfüllen? Wem nützt das noch? Mir. Sie könnten mich beschreiben. Hey, Meier 2, einen Krankenwagen anrufen. Das war knapp, was, Herr Maurer? Wissen Sie, warum das für Sie gut gegangen ist? Weil wir Sie nicht mehr aus den Augen gelassen haben, seit wir Wolleck hatten. Alles in Ordnung mit Ihnen? Sie haben uns die Arbeit nicht gerade erleichtert. Und das als Beamter. Ich bin noch nicht fertig mit Ihnen. Von mir kriegen Sie noch was zu hören. Verlassen Sie sich drauf.